ni soy Natalén, su fune, adivina mi fune. Immer SIFA bestätigen, nicht vergessen. Das ist meine 20 Kilo, war schon schön gestern. Eine Johanna hat Anne sofort gebremst. Bah. Direkt hier schon gebremst, wegen 20 Kilo. Ich doch schon, jetzt war die Lok schon hin. Oder oh, so. Grün, grün für 60. Ja, ist gleich zu. Ich kann nicht so bremsen, für so nix. Komm auf, befreien sich. Du, genau du rot ausgehst zu uns. Aber wir sind sicher. Ja. Jetzt kann man schon Gas geben. 60. Dann sind wir schon 70. Ja. Das 7er hat 70, also 70 gleich. Da oben wohnt er. Da oben ist er. Das ist ein Ding am Anfang, oder? Das ist da vorne, oder? Dorn am Anfang wohnt er da oben. Was? Der Dorn am Anfang, der wohnt ja da oben, oder? Ja. Ja, schau dir. Ja, vielleicht kommt da noch ein Güterzug später in der Nizza oder so. Ja, auf uns wartet. Und wir auf den. Heute stellen die Tafel von Winkel. Ja. Lokvorsignal. Loksignal sagt frei. Ja. Bahnsteig. Ja, das ist die Kennzeichnung von Hauptsignal. Na, Hauptsignal ist das, ja. Doch, die Mio, eh. Hat jemand schon mal gesagt. Ja. Ja, was jetzt kommt, ist beim nächsten Zug der erste. Ja? Mhm. Wenn ich ansage, hört man das? Nein, ich hab da einen Führerschein nicht. Nächster halt, nächster Stop und so weiter. Weiß ich nicht, da holtet ja fast keiner. Gödersdorf? Frag am See schon. Gödersdorf, ja? Nein, da holtet keiner. Nein, da holtet keiner. Nee, nur Talent holtet, sonst nichts. Ja, könnte man auch machen.
Park aussteigen, auf dem Motorrad fühlt man und so. Na. Rufen sie meistens. Ja, muss ich immer Licht auf, Licht aus und dann. Ja. So von uns wurden unsere Generation öfter, aber jetzt wird wieder ganz weniger. Hupen tun sie nicht so oft. Winken tun sie eher. Wenn auch denken sie es nicht. Weil wir gestern auf dem Bahnwaggon haben wir gar nicht gefunden und einfach hupen. Und schau, weil er wartet schon. Oh, da warten schon zwei Güterzüge. Und eine Verspätung? Nein, ja, glaube ich. Wir haben, glaube ich, später. Boah, Autozug. Und schütt gut. Denke ich mal. Hm. Hinten ist okay. Und der ist, glaube ich, grün, oder? Ja, der ist grün. Aber von den Wagen ist schon grün. Ein paar Minuten weg. Es gibt ja so eine App von der ÖBB am Handy, da kann man immer schauen, wo die Züge gerade sind. Gibt's ja. ÖBB ist Scotty. Ja, Scotty, ja. Schauen wir mal noch. Was sind das? Sind das Polizeiautos da? Schaut so aus. Ja, du gehst am Segen. Genau, und am Segen. Sind wir nicht hier jeden Tag da, Sonntag sind wir nie da. Türen schließen. Kann man aber schauen. Leider den ganzen Hebel voll einer. Darf man ganz kann später machen. Vollgas geben. Jetzt ist 90. Das sind einfach voll schneller als 70. Das ist Energiesparen, das ist vor Vollbeschleunigung und dann Vollgas. Ja. Jetzt geht's gerade aus da. Die stören wir nicht, jetzt geht's gerade aus. Nicht auf, 30 Minuten, ja. Halbe Stunde ungefähr. Ja, schon. Halbe Stunde. Ja, halbe Stunde. Im Internet steht 31 Minuten. Der Talent hatte früher 2 Minuten Verspätung, man mag es sagen. Steht auf der App. Was ist denn da? 2 Minuten Verspätung war früher. Wo er gekommen ist, der Talent. Ja, ist nicht gestanden. 2 Minuten ist nicht so schlimm. Ich hoffe, man soll jetzt nicht anders. Das ist die Zugfolge. Die Zugfolge ist dann. Ich brauche da ein bisschen länger, aber das ist schon klar. Wir haben heute einmal verspätet gehabt, 66 Minuten. Ja, gestern hat er einmal 66 Minuten, das schnellste von Slowenien. Ja. Ja, die Schnellzüge. Die Slowenien sind eigentlich fast immer so spät. Ja, manchmal. Ich habe bis jetzt noch zweimal erlebt, dass ich Schnellzug verfrüht war. Zu früh. Ich habe früher vorne, das geht natürlich nicht.
Jetzt kommt Falk am See. Da ist die alte Station da vorne. Falk am See Strand oder so hieß die. Ja, Strand, das ist kein Strand, oder? 1999 wurde sie aufgelassen, glaube ich. Steht dort im Internet. Ja, okay. Ich bin nur noch stehen geblieben. Ist das genau am Arsch? Weil wenn zwei gelbe Lichter und beim Vorsignal sind, hast du nächstes Signal, also Hauptsignal rot dann wieder. Ja. Kennt man schon aus mit den Signalen. In dem Spul lernt man ja auch was. So wie in echt. Schon ein bisschen bremsen jetzt. Da steht schon wieder ein Zug. Ja, wenn man oben gewesen hätte man schon längst das gemacht. Eben, aber die Idee geht, da ist die Herrschaft. Boah, Kesselwagen. Muss man nicht mit dem Zug ganz vorfahren oder muss man einfach... Ja, schon, so weit vorbei. Ja. Das heißt, dass die Leute rein können, da aussteigen können. Und auf einmal bremst man falsch und der andere Zugteil ist noch nicht mal bei Bahnsteig. Sollte man so weit vor wie möglich. Ach, jetzt wissen wir, wieso da so viele Züge kommen. Die warten immer. Das geht halt auch, was du wissen wolltest. Das ist ein Arkes. Ja. Einstellen wollte, hat jetzt Pech gehabt. So schaut's aus, ja. Auf den nächsten Tag. Hm. Ja, der nächste kommt erst später. Ja, jetzt kommt erst mal nächste Zug, der erste. Ja. Wir warten wieder. Was heißt denn diese Schulter, oder was gerade waren da? Baustuhl, glaube ich, ist das, oder? Da war ja mal Baustuhl, diese Schulter. 60 ist das. Ja? Ja, glaube ich. Oben hätte man den Lärm. Da einmal, ja. Das ist. EK-Sicht. Ja, jetzt da vorne kommt dieser Bahnübergang da. Aber ja, das ist der Sehenswert, aber schlecht gesichtet ist und halt. Was heißt das? Wenn jetzt Nebel wäre, dann müssen wir jetzt einen Sehenswert vorne und pfeifen. Immer achten auf Pfeifsignal. Ja. Hm. Da ist so viel da. Ja, dann gehen wir noch zum Anschläge, oder? Dann gehen wir noch, oder? Gehen wir noch. Aber dauert ja bis wenn er bis wieder. Holt der Handy bereit, was der Speicher holt ist. Wir haben ja mal verspielt, können Sie nicht sagen, ich würde fast nicht lieber. Das ist nicht ganz Koma und fast aus dem. Müsste man eigentlich hornen, wenn er jetzt noch. Würde er jetzt drüber fahren, sofort hornen? Nein. Sie ist auf Frauenrennen mit einer Kinder oder so. Jetzt ist glaube ich 70 oder 60. Ich glaube 70 ist da jetzt. Weil im Internet gibt es auch Seiten, da stehen alle Bahnstrecken drin und wie die Geschwindigkeit ist. Ja. Bei der Westbahn steht 250 oder so. Oder 230, glaube ich. 240, oder? Teilweise. Ja. Bis St. Pölten, da fahren sie schon schnell. Da fahren ICEs. Da, 70 ab hier. Ah, dann war früher 60, dann wird jetzt 70 sein. Oder war noch 90, war es jetzt nicht. Was ist der Bahnübergang da?
sind nämlich die Hälfte der Strecke. Bitte? Die Hälfte der Strecke, wo ist denn die Mitte? Wo die genau ist? Ja. Du wolltest mir sehen. Finkenstein oder nach Park am See, wenn es sein wird. Aber aus meiner Klasse fahren immer Pina rein. Sie gesehen, immer sind sie fahren sie immer mit. Ja. Aber aus meiner Klasse. Was war das? Jetzt kommt Gödersdorf. Jetzt kommt der Gödersdorf. 80. Gödersdorf, 80. Ja. Wollt ihr mal probieren? Nein. No. Und jetzt um 80 voran. Ankündigung. Okay. Also gleich 80 dann. Das ist das einfach Vorsignal. Frei 60, Knappsignal. Ich muss mal Kabel absetzen. Wenn man heute in die Kamera da oben nicht sieht, muss man das Fenster nicht rausschauen. Außerschauen, ja. Das ist der Richtungswender, das ist da vorne. Bei den Türen da. Der Richtungswender. Oh, one in der Landstraße. Obi schön. 11:16. Ich fahre nach Italien, denke ich. Oh, was hast du denn schon da vorne gehabt? Was du ja, gehabt? Das habe ich nie gewusst. Was denn? Stromlos, oder? Wo? Oh, hast du gewusst? Oder da war es ein blaues Schild gerade da. Das blaue mit Schild. Dem roten Schild? Ja. Achso, das, was gerade war. Ja, das, was gerade war. Zwei weiße Striche, oder was? Ja. Nur gestrichen. Ja. Also du kommst halt rechts hin, du kommst auch Speisebereich jetzt auch. Ja, weil da kommen noch andere Strecken da. Speisen von einer Seite an, von der anderen Seite rein. Südbahn geht der Kilometertafel gehen ja von Flohen und Wien-Meidling. Was sind irgendwo von Wien gehen sie weg von bis da oben? Bis da gehen sie bis da. Bist du da? Über Wien, über Valkir. Ja. Über Valkir? Friesach. Da über von Klopfer, da haben wir es wieder eigentlich drin. Ja. Fahren da Verkehr, fahren da überhaupt Güterzüge nach, gell? Ja. Oder schon? Aber schon. Aber nicht zu viel, denke ich. Weil da ist eher Personenverkehr so. Ich bin schon mal angetroffen vor kurzem. Der hat gefragt, ob wir mal mitfahren wollen. Aber er sollte jetzt auch eingeschlossen. Aber leider war schon finster, so ein bisschen war schon zu spät. Und dann fahren wir da nicht mit. War jeder dabei oder? Ja, da war es auch mit dabei. Das war ja nicht was. Vielleicht war man das hier. War mir eh schon mal in der Schule. Oh, nächstes sind wir rot. Oh, rot. Rot. Das Schild da vorne. Und oh, grün. Das ist da zwei Speisebereiche. Ach so. Das ist auf der Semmeritbahn, ne? Ja, du hast auch. Das ist viele mittlerweile. Das ist auch wichtig. Ist das auch? Ja. Da vorne, wenn es noch so rot wäre, also gold noch, dann müsste man eigentlich wachsam bestätigen. Er kennt sich aus. Ja. Da ist glaube ich 2 Minuten im Aufenthalt. Ja. Und da ist ja die Therme da drüben da. Ist auch sehr schön. Ja, warten, bis die Leute abgetrocknet sich haben. Ja, kann man verschwimmen, oder? Hm. Da hat ein bisschen länger. Ja. Das ist halt der Ofen, ja. Ja, ja, freilich. Sonntag, doch, Sonntag, glaube ich, auch hat die Therme. Sonntag? Ja. Aber nicht lang. Ja, nicht so lang. Nicht so lang, aber. Weil ich glaube, es geht sich aus mit dem Film, obwohl es... 23 Minuten.
damals, der Video von 2009, wo noch in Rosenburg der Bahnübergang war noch. Ja, ja, da gab es ein Video, hat er Screenshots, also ein Foto davon. Gemacht, ja. Und leider hat ein Lokführer hat das auch gefilmt, auch so wie ich, ja. Und hat das leider das Video gelöscht. Ja. Und jetzt hat er ein neues am Abend. Und jetzt ja. Der fährt gleich mit. Der fährt jeden Tag an. Der kommt, der fährt von Jesenice bis. Der aktuelle ist jetzt. Sagt. Es hat viele Westbahnhof und viele Hauptbahnhof. Dann ist wieder zurück. Oh, bestätigen. Fünf noch. Vektor nicht? Die Locomotion haben wir auch schon mal gesehen, so eine Privatfirma. Oh, da stehen aber viele, 1144. Vektron steht da. Ich glaube, das war die von früher. Schau, die rollen in die Landstraße, was ist das schon? Rollen in die Landstraße, der fährt bestimmt Rosenbock da drüben. Ja, die warten schon auf ihre Abfahrt. Oberste Zugort, oder ist so? Oder hast du es so? Okay, mit der BCB kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber. Ich fahre so nie ohne BCB, nicht so, dass du die immer. Jedem Spiel kann man sie fahren, BCB kann man ausmachen, wenn man nicht will. Aber hier werde ich immer an. Ich will noch ein bisschen. In echt geht's nicht. Ich will noch ein bisschen lernen. In der Wirklichkeit geht es nicht. Du hast auch nicht abgeschaltet, wenn es ein rotes Signal war von schon Feierabend ist. Das war es doch wieder. Wie lange ist Aufenthalt in Finnland überhaupt? Oh, da steht noch ein Vectron. War das nicht von früher? Rolling. Muss man nicht die Rolling, wenn man seine Lok abschaltet? Ja, das ist der LTE-Vectron. Hallo? Ja, kann man machen. Also ich tue ja eigentlich immer, wenn ich im Simulator tue, die immer. Oh, 1000 Hertz blinkt. Ja, wenn man wachsam ist, 60. Waren wir in vieler Kirchtag waren wir da. Ja? Ja. Ich war mitten da links von. Ja, ich hab nur bei Fenster rausgefilmt. Also. Ja. War man noch nie von vorne ist immer schöner. Vorne ist immer schön. Gibt es da nicht so eine Mitfahrterlaubnis? Ja, was brauchst du das, ne? Gibt es eine Mitfahrterlaubnis, einen Fahrkartenkarten? Dann kannst du den Schnellfilm und den Zug, was du willst, dass du mitfahrt bis Wien oder bis Bregenz oder was? Boah. Vorne. Oh nee, nächstes Hauptsignal rot viel ab, aber ist ja klar, muss man anhalten. Ja, machen wir. Fünf noch? Ja, ja, fünf. Aber die Zugfahrt kannst du nicht mehr. Nein, Zugfahrt nicht. Welches Gleis fahren wir ein? Oh, sechs oder fünf oder vier? Ich meine, hier. Ach, da ist die Lok. Oh, da ist Leonardo da Vinci Lok, steht da vorne. Also, da steht sie. Die fährt dann immer zurück wieder mit dem. 1144 haben wir auch schon gestern gesehen mit Marco. Die tun den immer so oft. 1144? Vor uns ist Leonardo da Vinci Lok. Servus. Mit D315 nach Laibach. Fährt er. Was, wenn ich von der Steuerraum von Ihnen aus schon. Da vorne fährt der Talent, da fahren wir so boom, voll ein. Bitte nicht einsteigen. So. Bitte nicht einsteigen, weil. Ja. Wir sind dann wieder zurückgefahren. Hier steht City Shuttle. Friesach. S1 nach Friesach. So passt. So, bitte sehr.